Und das nächste Video, der nächste Tag. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video in der Frühlings-Oster-Challenge 24. Wir brauchen heute. Ach, wo fange ich an? Ein nudefarbenes Farbgel für den Untergrund. Ich benutze von Laveni den Peel of Shellac Cotton Lavendel. Der ist so in diese Richtung. Ihr könnt heller nehmen, dunkler nicht unbedingt. Und grün. Das ist sehr, sehr grün, aber auf den Tipp dann wieder ein hell. Das ist von Aretini, das ist aus der Limited Winter Edition, das Deep Green. Ein Pink. Das hier ist das Shiny Pink Coral von Laveni. Brauchen wir ein schwarzes Painting Gel, ein weißes Painting Gel oder schwarze und weiße Farbgele. Brauche ich eigentlich nicht mehr zu sagen, aber ich sage es trotzdem, CBC Beauty Konzept, meine Wahl. Ein Glanzversiegler. Das ist das New Brilliant Quick Finish Gel 2.0 von Color Your Nails. Bin ich gut zufrieden damit. Schlepper Striper Pinsel. Nail Art Pinsel. Dotting Tool Fein. Und wenn ihr habt, auch noch ein etwas größeres. Wir legen aber los, indem wir uns den Tipp mit dem Nude Farbgel erstmal grundieren. Ich habe den vorher anmattiert, habe aber mit Aceton gearbeitet und nicht mit dem Buffer. Tja. Ihr tragt euch euer Farbgel auf den Tipp komplett auf. Lasst dann wie gewohnt aushärten. Wenn es nicht deckt, macht er einfach eine zweite Schicht. Nun brauchen wir ein bisschen, erstmal brauche ich ein bisschen Platz hier. Aber als nächstes kommt das Grün zum Einsatz und euer Schlepperpinsel. Damit müsst ihr euch nämlich jetzt mal bewaffnen. Den Schlepperpinsel mit dem Grün laden. Und nun ziehen wir drei Linien. So, das Ganze darf schon in die Lampe zum Anhärten. Und nun kommt auch schon euer Hauptfarbgel zum Einsatz. Bei mir ist es, wie gesagt, das Shiny Coral Pink und ein Dotting Tool brauchen wir auch noch. Ich gehe einmal in das Pink rein und nun müssen wir ein bisschen aufpassen. Dort, wo die Linien sich kreuzen, ist auch der Mittelpunkt von den Blättern, die wir jetzt, machen. Das heißt, wir gehen um den Mittelpunkt drumherum. Ja.
Und mit dem Feinliner werden nach innen kleine Nupsis rausgezogen. Die dürfen sich gerne treffen. Dann dürft ihr gerne noch ausbessern. Und dann kommt das erstmal in die Lampe. Das wird kurz angehärtet. Das Ganze machen wir ein zweites Mal, etwas versetzt unterhalb. Auch hier wieder mit eurem Pinsel nach innen ziehen. Und wieder kurz anhärten. Und das Ganze machen wir jetzt auch noch mal mit dem Weiß. Dazu muss ich aber kurz meinen Pinsel säubern. So, und das Ganze wird jetzt komplett ausgehärtet. Jetzt nehmen wir uns unser feines Dotting-Tool und das schwarze Painting-Gel oder Farbgel. Gehen einmal rein und setzen uns in die Blütenmitte Pünktchen. Große, kleine. Kommt schon mal ganz kurz in die Lampe zum Anhärten. Denn jetzt brauchen wir noch mal das Grün und den Feinliner-Pinsel oder Malpinsel. So, das reicht schon. Bei mir ist noch ein bisschen Weiß dran, das brauche ich jetzt nicht. Also, mit dem Grün machen wir uns jetzt hier an die grünen Striche einfach Blätter. Wir nehmen uns ein bisschen grünes Farbgel auf, setzen es ab, drücken ein bisschen nach unten und dann ziehen wir den Pinsel nach oben. Und wenn das soweit ist, zieht ihr euch einfach ein kleines Schnippelchen raus.
Dann können wir anhärten und den Rest noch gar verschönern mit ein, zwei solchen Blättchen. Ich härte jetzt mal für ungefähr 5 bis 10 Sekunden an, damit mir das nicht mehr verläuft. Ja. Jetzt setze ich mir hier noch einmal. Und hier unten ein. So, das war's. Das Ganze wird jetzt ausgehärtet und mit eurem Glanzversiegler versiegelt, denn dieser Tipp ist auch fertig. Und das ist auch schon das fertige Endergebnis. Und wie ihr seht, wieder eine schnelle, einfache, frühlingshafte Nähart. Ja, meine Lieben, das war's auch schon wieder zu diesem Video. Ich sag danke fürs Zuschauen, bye bye, eure Katrin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.